Moin Moin und weiter geht's mit der TSV 1860 München Karriere. Heute steht Spieltag 9 auf dem Programm, auswärts bei der Eintracht in Braunschweig. Am Montagabend keine Parallelspiele sind angezeigt. Unsere Aufstellung sehen wir, werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Und damit gehen wir rein in die Partie. Die Eintracht, ja, in den letzten Spielen habe ich jetzt hier schon, muss ich hier nochmal nachschauen, die Eintracht gespielt hat. Nach der Partie ist uns auch erstmal egal, denn wir müssen nach dem Unentschieden im letzten Part gegen die Arminia aus Bielefeld heute hier natürlich wieder punkten. Und das ist auch das Ziel. Damit willkommen im Eintracht-Stadion in Braunschweig. Die Stimmung scheint gut zu sein, eine wunderbare Choreografie der Braunschweiger hier über die Tribünen des Stadions. Die Mannschaften kommen herein. Und hier nochmal Blick auf die Tabelle. Wir sind Tabellenführer mit 19 Punkten. Die Eintracht auf Platz 15, also am unteren Tabellenende der Liga. Auch das haben sie sich wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt völlig anders hier vorgestellt in dieser Partie. Wir sind die beste Abwehr der Liga mit 2 Gegentreffern. Und dann schauen wir mal schnell noch auf die Aufstellung der Eintracht. Und dann möchte ich fast sagen, gehen wir schon rein in die Partie. Die Eintracht hier jetzt mit Alzheimer am Tor. Fosorje, Carrera, Dekali, Bafu, Moll, Schönfeld, Bohler, Hochstadt und vorne Hauche und Niemann im 4-4-2 mit der engen Raute im Mittelfeld und wir im 4-4-1-1. Unsere Ausstellung ist ja bekannt. Trotzdem werfen wir noch einen kurzen Blick auf unsere Aufstellung. Da ist es Mendel, Luciak, Udokai, Gera, Mittelstädt, Lex, Prömel, Blumkirk, Hauptmann und Platte im 4-1-4-1. Und damit gehen wir rein in die Partie, die Eintracht eröffnet und los über Roland, Dekali, Schönfeld, Buchscheid, Nymann, Bafo, Buchscheid, Nymann geht gleich mal an Duziak vorbei, der kommt leer, Udukai, Lex erstmal versucht es im Spielaufbau mit, ob man mit Krümel vorher Flum nach außen, Kerk versucht vorbeizukommen, liegt zurück, Johannes Blum ins Zentrum, Grischer Prömel gegen Moll, Prömel bleibt aber am Ball, findet Lex, der findet Prömel, der will das Ding weiterlegen, aber Moll ist dazwischen, der findet Hauche, den Stürmer, wo so Aje, Schönfeld aus dem Zentrum mitgekommen, auf außen, wo so hier über die rechte Seite der Offensive, der Flanke ist nicht schlechter, ist Duziak und Hochscheid aber mit dem Kopfball, weil Duziak gar nicht richtig hinkommt. Und damit schauen wir weiter rein, was hier dann jetzt erstmal die erste Aktion der Partie war. Mendel mit dem weiten Ball in Richtung Platte, dessen Kopfballverlängerung landet nicht bei einem Löwen, sondern bei der Radur. Dekali, nächster langer Ball auf Nymann, der auf aber Udukai ist dazwischen, Flum. Kerk, schön aber die Linie entlang. Hauptmann kriegt den noch, ja, halt den Ball im Spiel. Flanke, der Abschluss Prömel. Der erste Abschluss, 12. Minute mit dem Riesenabschluss und knapp am kurzen vorbei. Auf geht's. Da ist Platt gegen Fosu Aje, Schönfeld, Dekali, Bafo und Nymann. Dazwischen Hochscheid, der Ball, Lex, Hauptmann, ja, gut gemacht, zurückgelegt, Duziak. Duziak findet
Römmel nochmal, der findet Flum, der nimmt nochmal Kerken mit. Der setzt sich nicht durch, Mittelstädt übernimmt aber. Und Flum ist Flum. Römmel, Felix Platte. Im 16-Meter-Raum der Abschluss, aber Al-Salah ist da, kann die Ball aufrollen. Kein Problem. Kopfball Prömel, Hauptmann. Mittelstädt hat jetzt auf links ein bisschen Platz. Die Flanke. Platte kommt da nicht ran. Buffo zurück auf Al-Saleh und der kann einfach den nächsten Angriff inszenieren. Dekali. Ufuosu Ayeh mit Schönfeld. Kehrer Dokai, Ball Riesenfeder, niemand profitiert da von Kehrer dazwischen, wichtig. Mittelstädt. Kerk. Und das Schönfeld dazwischen, Einwurf für die Löwen. Kerk. Zurückgelegt, Mittelstädt. Nimmt da mal den Seitenwechsel auf Duziak in Kauf. Der findet Hauptmann. Der steigt nochmal drauf. Der findet Prömel. Der findet keine richtige Anspielstation. Muss ihn zurücklegen. Blum. Hauptmann, da wird das ein bisschen sehr eng. Zirk, da ist auch keiner, der mal jetzt außen hinterläuft. Deswegen ganz zurück. Hauptmann spielt Aufbau wieder über Prömel. Lex. Was macht der denn da? Mittelstädt auf Kerk. Seine Drehung, die Flanke abgefälscht, Platte, Kopfball. Al-Salah ist da. Nächste Parade kann ich einfach abfangen. Keine schwere Tat für den Keeper der Braunschweiger. Aber die Eintracht ist. Wir hoffen, dass sie einfach durchrutschen. Dann das Foul von ihm. Und damit Boland mit dem kurzen Freistoß für Quirin Moll. Schönfeld, Boland. Bafo, Hochscheid, Hauche nach außen, da ist Bafo, ist dazwischen gemacht, etwas mehr wie eine halbe Stunde gespielt, immer noch 0:0 hier in Braunschweig. Boland, Ballgewinn, Lex, nein, Foulspiel gepfiffen für die Eintracht. Bafo mit dem langen Ball, Freistoß kommt da. Aber das ist mal geklärt. Platt hat aber nicht. Kerk ist da vorne nicht wirklich der Ball entgegengeht. Ofusu Ayeh nochmal Moll. Quirin Moll sich durchgesetzt gegen Flum. Die Flanke geht aber schön über den Spann, übers Tordach hinweg. Abstoß für Dielemendel. Mendel. Mit Kehrer im Spiel. Aufbau. Mittelstädt. Flum. Hauptmann. Kerk. Mittelstädt hinterläuft, hat jetzt ein bisschen Platz. Steigt nochmal drauf, stark gemacht, Ball zurückgelegt, Kerk, noch ein zweiter zurück. Lex, da ist Duziak, der nicht hinterläuft, weil er wartet. Warum denn? Hauche mit dem, ob das Foulspiel gegen sich gepfiffen da von Udokai, der dahin muss, ansonsten ist er nämlich durch, der junge Hauche, der sieht wieder am Ball. Udokai ist dazwischen irgendwie mit Kehrer im Verbund und Kerk mit Hauptmann, mit Johannes Blum, der Chipball-Versuch für Platte, der kommt überhaupt nicht an den Ball. Ofusu Aye zurückgelegt, Schönfeld ins Zentrum mit Hochschul. Jetzt können es vielleicht mal schnell, jetzt wieder dieser Hauche, der durchaus gefährlich an der Seite, viel Ballkontakte, niemand, Udokai dazwischen. Nächster Einwurf, wir sind schon in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Da ist Udokai dazwischen mit Johannes Flum, mit Hauptmann, der rüberlegt, Lex, der überhaupt gar nicht ins Spiel kommt, auf der rechten Seite. Und Nyman, viel zu einfach, kommt er durch den Abschluss. Mendel pariert. Musste auch. Steht 0:1, das ist die Nachspielzeit, das gibt's doch gar nicht. Eckball nochmal. Lex am kurzen Pfosten kommt nicht dran. Mendel faustet das Ding raus. Correa nochmal nach außen. Bola kann das Ding ablegen. Lex dazwischen, wichtig. Prömel will das Ding aufbauen. Dann ist hier aber Pause. 0:0. Zur Pause in dieser Partie. Und damit gehen wir rein in die Pause.
und werden aber mal taktisch hier schon ein bisschen arbeiten und umstellen. Kehr geht auf rechts. Lex. Auf links das Ganze im 4-2. Suchen. Nächstes Mal. Probieren. Im zweiten Durchgang. Und dann gehen wir mal rein hier. Blumen. Kerk. Ziak. Starker Ball jetzt mal auf Kerk. Kerk. Ja, ich muss die Flanke blocken. Eckball. Da ist ja mal gleich Bewegung. Mann. Ja, ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gefährlich. Und Ofosu Aje mit dem Ball zurück für Moll. Schönfeld. Hat viel zu viel Platz, kann das Ding jetzt mal beruhigen. Wieder Ofosu Aje, wieder Schönfeld. Wieder Moll. Schönfeld. Hauche wieder. Schönfeld auf Boland, das sieht jetzt da im Zentrum sehr gut aus, was die Eintracht spielt, vor allem, weil Boland wirklich angegriffen wird. Keiner bei Nyman. Dann ist Ulkay doch da, klärt den Ball zum Einwurf. 52. Minute. Duziak dazwischen. Aber gibt den Pfiff. Der Schuss kommt. Oh, hey. Hoch. Scheiße, Entschuldigung. Boah, Mendel ist da. Wichtig. Der Abwurf da auf links Mittelstädt. Prümmel. Hauptmann. Kerk. Außen Duziak hat jetzt Platz. Zwar eine Menge. Den Platz muss er doch mal nutzen jetzt. Duziak. Gegen Bapo wieder nur Eckball. Wieder nur Eckball. Die kurze Variante. Mit Kerk. Hauptmanns Flanke. Und die fliegen sie wieder beide am Ball vorbei. Oder behindern sich eher Kera und Udo Kaida in der Innenverteidigung. So Einwurf. Schönfeld. Fosu Aye. Roland. Bafo für die Eintracht. Kerk läuft am vorbei. Doppelpass. Bafo schickt dann wieder Hauche. Aber da ist Udo Kaida zwischen. Duziak, Dokai, Krömel, Platte, Kerk, Seitenwechsel, Lex, Mittelstädt, braucht zu lange. Lex hat überhilft immer der Fehlpass zu Nyman im Spiel zurück und dann der Riesenkonter. Hochscheid läuft völlig frei durch, legt die quer. Mendel kommt zum Glück vor Hauche. Sekunde früher an den Ball. Boah, das wäre es wieder gewesen. Dieser eigene Bock, der einem schon wieder ein Spiel komplett zunichte macht. Vielleicht der Ball da erstmal wieder. Prömel, das ist ja heute schon wieder steckt. Hauptmann Versuch, kommt aber nicht ran. Dekali Einwurf, 66. Minute. Das ist, ja. So, 4-4-2 umstellen. Dafür geht dann, werden gleich doppelt wechseln. Flum wird rausgehen. Dafür wird Taffertshofer kommen. Und dann Rehse oder Schwarze im Sturm. Für Hauptmann, wen denn? Tatsächlich Rehse für Hauptmann in Sturm. Das muss doch jetzt mal funktionieren. Das gibt's doch gar nicht. Und da hat auch die Eintracht
gewechselt. Und hier gibt es den Einwurf für Jeremy Dossack, der ist Wechsel. Und der Einwurf von Luciak landet bei Reese, der gegen Bafo, der lässt ihn zurück, das ist Kuvera, das ist Kali und Bafo kann über 0 Seiten ausklären. Nächster Einwurf, Luciak. Lex. Prümmel, Tafaz, Hofer! Und Al-Saleh ist da, pariert den Ball zum Eckball. Das ist ja mal fantastisch da. So, Eckball Kerk. Kommt rein. Tafazofa. Mit dem Kopfball drüber. 20 Minuten sind hier noch zu spielen. Boland. Hochscheid. Yom Kim Hoon, der eingewechselte Mann da bei der Eintracht. Schönfeld. Ofosu Aye. Jöm. Boland. Boland setzt sich da viel zu einfach durch. Und dann kommt der Ball zu Moll. Irgendwie setzt sich auch nochmal viel zu einfach durch. Zwischen der Ball nur wieder für Boland. Und das ist Schönfeld. Und das ist Hochscheid. Jöm. Das ist stark gespielt. Das ist Schönfeld. Und das ist Schönfeld. Der kommt viel zu frei durch den Abschluss. Knapp daneben. 77. Minute. Freunde, das ist ja hinten zu offen, viel zu offen. Kehrer, kurzer Ball mit Mittelstädt. Tafazofer, Platte, Reese, Lex. Reese braucht viel zu lange mit der Ballverarbeitung. Prömel, Tafazofer, Platte, schickt, nimmt, sieht außen, Kerk. Seine Flanke in die Mitte. Reese kommt nicht ran gegen Kure, aber das ist ja mal eine Idee. Wenn ich da, also mit zwei Spitzen wird es sofort gefährlicher. Kira ist da, richtig. Tafazofer gleich weiter. Lex. Tafazofer. Prümmel. Schöner Ball. Kerk. Oh, wieder der Platte. Die läuft gar nicht da. Aber der lange Ballkehrer dazwischen wichtig. In höchster Not mal wieder. Prümel. Mit Tafazofer. Reese, was ist. Ah, der Temperatur sollte da, glaube ich, eigentlich gar nicht hinkommen. Lex. Und jetzt mal eine Hilfe. Vielleicht. Ja, die Flanke ist halt nicht gut. Also gut, dann Konter für die Eintracht nochmal. Nyman. Der hat Platz und ist völlig alleine. Völlig alleine. Udukai stellt ihn, Bafo, Dekali, Prömel dazwischen. Schönfeld hat aber da wieder aufgepasst. Abdullahi, Prömel stellt ihn. Tafazofer kann den Ball nicht klären. Schönfeld, Tafazofer ist dann wieder dran. Prömel wirft sich rein und blockt. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Nochmal Tafazofer. Hofer nochmal Platte, aber ich denke nicht, dass hier noch was gehen wird. Nachspielzeit läuft. Reese nochmal Lex. Lex. Und dann, ja, hilft ihm auch keiner. Bafo. Nochmal Abdullahi. Da ist nochmal Kehrer dazwischen. Und dann ist hier Schluss. Am Ende ein 0 zu 0 zwischen der Eintracht aus Braunschweig und den Münchner Löwen. Schüsse 4 zu 6, Schüsse aufs Tor 1 zu 3, mehr Ballhäufigkeit ungefähr gleich bei beiden. Und vielleicht das unter in Ordnung. Man of the Match, Kehrer mit einer 7,8. An diesem Montagabend. Und damit würde ich dann schon fast sagen, beende ich den heutigen Part jetzt hier gleich nach dem Training an der Stelle. Wir bleiben Tabellenführer nach 9 Spielen. Spieltagen kurz gesehen, rechts unten gleich nochmal, zeige ich euch gleich nochmal kurz etwas länger, etwas ausführlicher die Tabelle, dessen sich im Training der ein oder andere nochmal ordentlich Fortschritte macht, was wiederum sehr gut ist. Hier nochmal die Tabelle,
Wie gesagt, Tabellenführer bleiben. Wie gesagt, die Ingolstadt 2, 2 Punkte Vorsprung, Dritter Nürnberg 17 Punkte, dahinter kommen dann Karlsruhe mit jeweils 16 und auch Dresden mit 16 noch. Bremen 7. mit 15 Punkten, das ist da oben noch ganz schön eng. Jetzt ist dann, geht's gegen jetzt gegen Aubing, gut, hier sind die Tabellenletzten. So ist es. Das seht ihr dann im nächsten Part. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Ich hoffe, das war auch beim nächsten Mal wieder. So, keine Tore gehabt. Und dann. Bis zum nächsten Spieltag gegen Erzgebirge Aue. Bleibt gesund, haut rein und ciao!